Ja, Wallboxen würden explodieren. Schweizerischer Experte für Elektromobilität. Es sind Fake News, es sind Lügenmärchen von euren Nachbarn am Anfang belächelt worden seid. Das ist mir auch so gegangen. Ich kann mein Auto gar nicht mit Kohlestrom laden. Selbst wenn ich das zum Beispiel jetzt wollte, würde es gar nicht gehen. Da wäre es ja wahrscheinlich wirtschaftlicher, einen Diesel zu fahren oder einen sparsamen Benziner. Hey, hallo, ihr seid ja schon da. Super. Ja, es ist wieder Freitag, es ist wieder Zeit für ein Wort zum Freitag und vielleicht merkt ihr es, ich bin irgendwie ein bisschen aufgebracht, denn das, was mich in dieser Woche besonders beschäftigt hat, vor allem in den letzten Tagen, ich weiß auch nicht, also keine Ahnung. Okay, ich versuche die Sache möglichst kurz und prägnant auf den Punkt zu bringen. Folgendes ist passiert. Ich kenne seit vielen, vielen Jahren bei mir hier in der Straße ein älteres Ehepaar. Ich schätze die beiden sehr. Sie sind jetzt vor kurzem auf ein Elektroauto umgestiegen. Das heißt, eins der beiden Fahrzeuge ist jetzt ein E-Smart. Sie sind beide jetzt nicht besonders, wie soll ich sagen, man würde sie nicht als Klimaschützer bezeichnen, aber sie wohnen in einem sehr modernen Haus. Sie haben seit vielen, vielen Jahren schon eine Wärmepumpe, um ihr Haus zu betreiben, haben auch viel Geld investiert, um diese Wärmepumpe zu erneuern vor einigen Jahren. Und wir sind immer wieder so ein bisschen ins Gespräch gekommen. Und da eins der beiden Autos immer ein Smart war, der jedes Jahr ersetzt wurde, hat ein bisschen was mit dem beruflichen Hintergrund zu tun, ist es jetzt seit mehreren Monaten ein E-Smart. Und die beiden sind eigentlich total begeistert von diesem Auto, freuen sich besonders über die geringen Unterhaltskosten. Und wir haben neulich darüber gesprochen, dass es doch sinnvoll wäre, vielleicht das Fahrzeug nicht über die Steckdose zu laden, sondern sich eine Wallbox zu besorgen. Und lange Rede, kurzer Sinn, KfW-Antrag ausgefüllt, Wallbox bestellt, Elektriker hat die Wallbox installiert, Stromvertrag auf Öko umgestellt und alles, was man sich so vorstellen kann. Alles gemacht. Ruft mich der Bekannte sozusagen vor zwei Tagen an und sagt, Mensch, Herr Affelt, alles prima, läuft alles, alles super. Er ist eigentlich total zufrieden, aber er hat da mal eine Frage. Und zwar, er hat im Fernsehen eine Sendung gesehen, in der ist ein schweizerischer Experte für Elektromobilität aufgetreten und der hätte davor gewarnt, Elektroautos an Wallboxen zu laden. Da habe ich gesagt, wie kommt er da drauf, beziehungsweise welche Argumente oder was hat er gebracht? Und Antwort war ja, Wallboxen würden explodieren. Und wenn nicht die Wallbox, dann würde das Auto beim Laden explodieren. Und ich wusste schon gar nicht, was ich darauf antworten soll und fand es dann ganz interessant, dass dann der Bekannte sagte, naja, ich wollte mal fragen, ob es nicht deswegen sinnvoller sei, das Auto ein paar Meter weiter weg vom Haus zu parken. Das Kabel sei ja lang genug. Also, ihr könnt euch vorstellen, was ich da geantwortet habe, aber diese Geschichte, die reiht sich in eine Folge an Lügenmärchen. Ich nenne sie wirklich mal Lügenmärchen. Es sind Fake News, es sind Lügenmärchen, die, das wisst ihr alle, sich seit Jahren gerade um das Thema erneuerbare Energien und Elektromobilität ranken. Und ich habe euch mal noch zwei weitere Beispiele rausgesucht, ganz aktuell. Steve, vielen Dank dafür, hat mir einen Screenshot oder ein Foto zugeschickt von einem Wahlplakat. Auf diesem Wahlplakat wird plakatiert, grüner Wasserstoff sei die Zukunft, weil sich 90% der Weltbevölkerung gar kein Elektroauto leisten können. Ihr wisst es genauso gut wie ich, dass das natürlich absolut kompletter Unfug ist, mal abgesehen davon, dass es richtig ist, dass sich wahrscheinlich 90% der Weltbevölkerung überhaupt gar kein Auto leisten können und das vielleicht sogar fürs Klima das Beste ist. So ist die Aussage, dass man sich kein Elektroauto leisten könne und das, was suggeriert wird, ist ja, man könne sich aber stattdessen natürlich problemlos ein Wasserstoffauto leisten, das mit grünem Wasserstoff betrieben wird. Natürlich vollkommener Humbug aus allen möglichen Gründen. Ja, ihr wisst es selber, es gibt keinen grünen Wasserstoff, es gibt kaum Fahrzeuge, es gibt keine Infrastruktur, die Kosten sind brutal und so weiter und so fort. Wohingegen es natürlich PV überall auf der Welt gibt, Steckdosen mehr oder weniger überall auf der Welt. Ihr kennt das alles, ich will das gar nicht wiederholen. Also es ist so eine richtige, das ist eigentlich schon viel mehr als Fake News, das ist richtig, das ist eine Lüge. Es ist eine brutale Lüge, es ist nichts weiter als eine Lüge, die dort verbreitet wird. Es sind Lügen, die verbreitet werden. Und ich gebe euch noch ein zweites Beispiel oder noch ein drittes Beispiel, das kennt ihr genauso, es wird ja immer wieder gesagt, Elektroautos fahren mit Kohlestrom. Auch wir haben das mehrfach schon bei uns auf dem Kanal thematisiert, viele andere Kollegen auf YouTube haben das genauso thematisiert wie ich und es gibt eine
ich weiß gar nicht mehr, unendliche Vielzahl an Berichten, Studien, was weiß ich, Kommentare, nennt ihr es, wie ihr es wollt, alles Mögliche, die zeigen, das ist kompletter Quatsch, weil ich kann mein Auto gar nicht mit Kohlestrom laden. Selbst wenn ich das zum Beispiel jetzt wollte, würde es gar nicht gehen, weil unser Netz hier in Brandenburg heute von erneuerbarer Energie mir da mal nur so platzt. Das heißt, ich kann es gar nicht mit Kohlestrom laden. Ich würde ja, wie gesagt, niemanden finden, der mir den hierher liefert. Also natürlich ist auch Kohlestrom irgendwo im Netz, das ist klar, aber 100% mit Kohlestrom, ihr wisst, das ist kompletter Unsinn. Das heißt also, ich könnte jetzt noch weitere Beispiele nennen, das heißt also, wir werden immer noch vollgeballert, die Menschen werden immer noch vollgeballert mit Fake News, mit Lügen, und hier wird bewusst, wirklich bewusst gelogen, das ist übrigens mein Schmierzettel mit meinen Stichpunkten, es wird also bewusst gelogen, es wird Unsinn verbreitet über die Elektromobilität, über das Thema erneuerbare Energien. Und wer so bewusst Unsinn erzählt, sei es, dass Wallboxen explodieren, sei es, dass Wasserstoff ja viel günstiger ist, sei es, dass wir nur mit Kohlestrom durch die Gegend fahren, und ihr kennt diese ganzen Geschichten, der muss eine Intention haben. Also entweder ist er komplett dumm und hat nichts verstanden, oder er hat eine Intention, und zwar eine Intention, die dahin geht, möglichst gar nichts zu tun. Weil wenn ich sowas suggeriere, dann bedeutet das für die Menschen, naja, selbst wenn ich jetzt mal aufs Elektroauto verzichte und lieber auf ein reines auf ein Wasserstoff, wobei das sind ja beides Elektroautos, ist ja sowieso Quatsch, ja, ihr wisst, was ich meine. Dann müsste ich warten und dann fahre ich meinen Verbrenner länger, und das führt nur dazu, dass wir noch länger brauchen, um auf neue Technologien umzusteigen, und wir und uns die Zeit, die wir nicht mehr haben, um den Klimawandel aufzulaufen, endgültig davonläuft. Also hier steckt eine klare Intention dahinter, all das, was wir unter Energiewende, Verkehrswende und so weiter betrachten, zu boykottieren und zu sabotieren, indem man solchen Unfug in die Welt setzt. Und das nicht nur vor dem Hintergrund der klimatischen Bedingungen und der Forschungsergebnisse, die wir alle in den letzten Wochen und Monaten gehört haben, Stichwort IPCC, sondern auch zum Beispiel vor dem Hintergrund, dass die Energiepreise immer weiter ansteigen. Hier jüngst in dieser Woche, glaube ich, war es, dass der Preis für Zertifikate im europäischen CO2-Handel auf über 60 Euro angestiegen ist. Und das bedeutet, dass zum Beispiel sowas wie Kohlestrom viel schneller aus dem Markt verschwinden wird, als wir es annehmen. Diese ganze Diskussion um den Kohleausstieg ist aus meiner Sicht sowieso komplett sinnlos und Blödsinn, also Blödsinn im Sinne, weil es sich viel schneller von alleine erledigen wird. Es ist, glaube ich, eine Diskussion, die wir einfach mal ad acta legen könnten, denn mit den steigenden CO2-Zertifikatpreisen und der zunehmenden Anzahl an erneuerbaren Energienanlagen im Netz wird sich das mit den Kohlekraftwerken sowieso von vorne oder hinten von ganz alleine erlösen, und das schneller als bis 2038, mal abgesehen davon, das muss man vielleicht der Fairness halber sagen, dass ja im Kohlekompromiss auch nur drinsteht, dass 2038 das späteste Datum des Kohleausstiegs ist und vorher auch schon klar geregelt ist, wann welche Kraftwerke abgeschaltet werden und regelmäßig geprüft wird, ob die Kraftwerke nicht auch schon vorher abgeschaltet werden können. Ich will damit nur sagen, natürlich wollen wir alle, dass wir früher aus der Kohle raus sind, aber das wird sowieso von ganz alleine entstehen. Das heißt also, wir alle stehen in dieser Situation, wir müssen was tun, wir müssen handeln, nicht nur aus ökologischen Gründen, sondern auch aus wirtschaftlichen Gründen, weil Energie, so wie sie jetzt bisher im großen Maß immer noch hergestellt wird, nämlich auf der Basis fossiler Energieträger, sowieso irgendwann nicht mehr zu bezahlen sein wird. Und sich dann immer mehr die Erkenntnis durchsetzt, Mensch, es ist ja viel billiger, mit erneuerbaren Energien zu arbeiten, und besser für uns alle ist das sowieso. Und damit komme ich sozusagen zum dritten Part sozusagen dieses Wortes zum Sonntag. Also ihr merkt schon, ich reg mich über diese Fake News auf. Ich reg mich darüber auf, dass diese Fake News dazu beitragen, in einer Situation, in der wir handeln müssen, das Ganze nur noch weiter, immer weiter aufzuschieben. Und ich habe einen wunderbaren Kommentar gelesen in der Zeitung, und den gebe ich an dieser Stelle einfach mal so weiter. Und es ist auch meine Erfahrung, meine berufliche Erfahrung und auch die Erfahrung einfach des privaten Engagements aus vielen, vielen Jahren in dem Bereich. Nämlich, was ist das Beste, was man tun kann, um beim Klimaschutz mitzumachen? Ist es, auf die Plastiktüte zu verzichten? Ist es, auf den To-Go-Becher zu verzichten? Ist es, dass ich mir ein Fahrrad kaufe oder mit dem Fahrrad fahre? Ja, aber das, was ich tue, hat natürlich so gar keinen Einfluss auf das Klima, weil wir müssen das alle tun. Und darüber habe ich ja auch in den Worten zum Freitag schon immer und immer wieder gesprochen. Das ist ja die Intention, immer wieder euch auch zu motivieren und euch vielleicht, wenn ihr noch unentschieden seid, zu sagen, macht doch mal was und werdet doch mal, wenn es geht, irgendwie tätig. Es gibt ja so verdammt viele Möglichkeiten. Aber das Entscheidende ist für alle von euch, die schon gehandelt haben, erzählt es weiter, bitte. Ihr müsst es weitererzählen, ihr müsst es zeigen, ihr müsst es weitererzählen. Denn wovon lernt der Mensch am besten? Von anderen Menschen. Und das sehe ich in meiner
eigenen beruflichen Praxis als Grundschullehrer jeden Tag, dass natürlich die Kinder ja auch von mir lernen, hoffentlich, und auch von dem, was ich mit dem mache. Aber dieses Selbsttun, dieses Selbsterfahren, aber auch in Kooperation mit anderen, das ist auch nochmal eine ganz andere Qualität. Und wenn ihr euch eine PV-Anlage aufs Dach baut und ihr vielleicht von euren Nachbarn am Anfang belächelt worden seid, das ist mir auch so gegangen. Egal, macht es trotzdem, erzählt es weiter, erzählt doch mal, wie toll das war, erzählt vielleicht auch einfach mal, wie schwierig es vielleicht war, Angebote zu bekommen oder dass es vielleicht mehr gekostet hat, aber was ihr jetzt für ein Gefühl dabei habt und wie es ist oder ob es jetzt PV ist oder Fahrrad oder Wasserspararmatur oder was auch immer. Aber ihr müsst es weitertragen nach draußen, ihr müsst es erzählen. Und das hört sich jetzt so ein bisschen so nach Sektenmacherei an. Ja, erzählt es weiter und ruft die Nummer an und spendet. Nein, natürlich nicht. Sondern es geht wirklich um dieses Vorbild, um dieses, Vormachen, dabei bleiben und zeigen, dass es geht. Zeigen, dass die Wallbox nicht explodiert. Zeigen, dass das Elektroauto nicht explodiert. Das habe ich mir noch aufgeschrieben. Genau. Zeigen, dass man sein Elektroauto mit Solarstrom laden kann und vielleicht auch einfach mal sagen, hey, ich finde es total cool, mit eigenem Solarstrom für, je nachdem, 1 Euro pro 100 Kilometer zu fahren. Cool. Wie viel Liter Benzin kriegst du für 1 Euro? Und auch zum Beispiel zu sagen, ein Wasserstoffauto, ich habe kein Problem mit Wasserstoff, aber im Auto ist es völlig unwirtschaftlich. Wieso sollte ich mir ein Wasserstoffauto kaufen? Da wäre es ja sinnvoller und da wäre es ja wahrscheinlich wirtschaftlicher, einen Diesel zu fahren oder einen sparsamen Benziner, so ein Hybrid, als mir ein Wasserstoffauto zu kaufen, weil da zahle ich über 10 Euro pro 100 Kilometer und das ist ja Blödsinn, also Quatsch ist das. Und das müsst ihr weitertragen. Und das ist durch euer Handeln und durch euer Vormachen. Ihr sollt niemanden anquatschen, ihr sollt nicht an irgendwelchen Türen klingeln und sagen, hey, ich möchte dir mal was erzählen, wie toll das ist, sondern macht es einfach. Es, glaube ich, es strahlt mehr aus, als man vielleicht denkt. Ich erlebe das zumindest so in meinem Dunstkreis und Steve erlebt das auch in seinem Dunstkreis. Dieses einfach Machen, dieses Zeigen und dieses Leben und dieses so Tun, das ist cool und das strahlt aus. Und das ist stärker als jede Fake News und jeder Blödsinn, der da draußen darüber erzählt wird. Und das soll es auch an der Stelle schon fürs Wort zum Freitag von mir für euch gewesen sein. Vielen Dank, dass ihr die letzten 12 Minuten zugehört habt. Ihr merkt, ich habe ganz schön rumgefuchtelt, weil es mich wahnsinnig aufregt und ich das einfach loswerden wollte. Und ich froh bin, dass ich das aufnehmen konnte. Und ich gehe jetzt weiter. Ich habe nämlich ein Brot im Ofen und da muss ich jetzt den Ofen abschalten. Gebacken mit Solarenergie. Ihr seht, es ist hell draußen. Ja, das ist die Sonne, die hier durchs Fenster kommt. Also man kann nicht nur mit Solarenergie fahren, sondern auch leckeres Brot backen. Und da freue ich mich jetzt schon drauf und sage Tschüss bis zum nächsten Mal. Ich freue mich drauf, euch wiederzusehen, vielleicht bei der nächsten Live-Sendung oder in einem der nächsten Videos. Und das soll es gewesen sein. Ich bin raus. Ciao.